gegen Gabriel Poirier, Jesuyen Mank und Ikado. Dass ich das mal erleben darf. Was? Dass du zum Boost fährst und nicht im Tor stehen bleibst. Oh! Und ich dann nicht hin. Fuck. Oh! Stimmt! Stimmt, was ist denn da los? Ah, heute ist eine E-Mail rundumgegangen in der Arbeit. Ja. Zwecks Impfung. Ja. Corona-Impfung. Ja. Momentan sind sie ja am. Also die ersten zweiten Gruppen. Hier sind es. Die haben es ja in vier. Ja, Impfgruppen aufgeteilt mit Wichtung. Mit Priorität, ja. Priorität, das ist mir nicht eingefallen gerade. Wichtung. Ja, weil du hast verstanden, was ich gesagt habe. Ich spreche halt idiotisch. Okay, dann bist du schon lange mit mir in einem Raum. Wollte ich sagen. Ja, Corona-Konform. Wir können nicht, wir wohnen nämlich eigentlich zusammen im gleichen Raum. Mhm. Wir sind siamesische Zwillinge. Haben aber vier Arme und vier Beine. Und sind getrennt. Also passt alles. Ja, auf jeden Fall. Sind jetzt kurz davor, dass sie die ersten zwei Prioritäten fertig haben. Ja. Die dritte sind halt dann unter 60 und dann halt mit Krankheiten, also mit nicht schweren Krankheiten, also zum Beispiel Vorerkrankungen, Übergewichtigkeiten, alles mögliche. Und Priorität 4 ist ja dann im Grunde der Rest. Und da sie jetzt dann schon anfangen mit der Dreiergruppe und die Zweier, so wie ich gelesen habe, nicht mehr wirklich nicht mehr viele Erstimpfungen und schon relativ wenige Zweitimpfungen noch. Haben sie auf jeden Fall, bieten sie uns an. Wir müssen uns anmelden. Oh. Anmelden? Oh. Und dann halt angeben, dass wir im Werk sind, damit die wissen, wie viele Impfdosen sie dann ins Werk liefern müssen. Okay. Ich muss sagen, hey, macht es halt einfach so einfach. Fragt erstmal im Werk rum, wer sich gerne im Werk impfen lassen würde. Ja, man kann es halt kompliziert. Und dann fragt halt einfach Ding. Nicht, nee, wieso müssen wir uns denn extra zweimal anmelden? Einmal im Werk und einmal hier im Landkreis. Tja, weil deutsche Bürokratie, du kennst es eh. Joi! Joi! Ja, moin. Vielmann! Keiner macht mich mehr an. Vielmann. Was ist da? Keiner macht mich mehr an? Na, Ehrmann. Nee, das ist Ehrmann. Bauer schreibt mal ohne E. Bauer schreibt mal ohne E. Was gibt's denn noch? Dafür steht der Name Hip. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Dafür stehe ich mit meinem Namen und er wusste, wo sein Paar noch gelebt hat und in die Firma noch nicht gehört hat, dafür steht der Name Hip. Dafür stehe ich. Vater, die Diskussion haben wir jetzt, glaube ich, in Aufnahmen schon vier oder fünf Mal. Der lebt ja noch, der ist so in Rente. Achso. Das ist halt immer spannend, ne? Ja, keine Ahnung. Oder erzähl ich dir gerade schon mal. Wir haben schon so lange geredet, vielleicht ist er zur Not. Ja, normalerweise hat sein Sohn jetzt die Firma übernommen. Klaus. Ja, die Firma übernommen hat er. Das habe ich ja, ich habe erst gesagt, wo er gestorben ist oder sein Sohn die Firma übernommen hat. Also ich habe die Option, dass er noch lebt, offen gelassen. Nein, hast du nicht gesagt, als der Paar gestorben ist. Punkt. Ja, genau. Wir haben uns auf Aufnahme. Ein oder ein Und. Das könnte wahr sein. Also er hat momentan ein stattliches Alter von 82 Jahren. Alter, willst du mich verarschen? Alter, der kommt eigentlich langsam wieder das Alter, dass er dann Hipnahrung isst und so, nur noch die essen kann. Ja, aber durch einen Schlauch. Irgendwann späteres Alter wollte er sich vorbereiten. Und irgendwann so, hey, das könnte mir doch Babys auch geben. Ja, da habt ihr recht. Oh, fuck. Ah. Aber was mich gerade eher hier ein bisschen irritiert. 1, 2, 3, 4, 5, 5 Kinder. Da ist Stefan, der Sebastian, Felicitas, Antoni und Nikola. Antoni und Antoine ist... Der Antoine. Der DJ Antoine ist es, oder? Ja, genau. DJ Antoine. Was gibt's denn noch für so viele Slangs?
So have a break, have a Kit Kat. Geiz ist geil. Was war das? Gibt's das überhaupt noch? Oder ist auch schon tot, so wie der Hip-Typ? AstraZeneca heißt jetzt Twix. Da gibt's ja noch Dinge. Mediamarkt, ich bin doch nicht blöd. Bei Technikfragen, Technikfragen. Das war Euronics, oder? Oder, nee, wer, das, oder das, was? Nein, das war Euronics. Best of Electronics. Deine. Best Euronics of Electronics. War das schon noch? Gibt's den noch? Freilich gibt's Euronics noch. Echt, wo denn? Dachte, dass der vom Mediamarkt übernommen wurde. Großstädte. Gibt's doch gar nicht! Doch, bei Roller. Das ist unser Möbelhaus. Solange der Andi nicht da ist, kannst du das schon laut singen. Was gibt's noch? Wer ist hier alles? Einmal hin, alles drin. In Edeka, oder? Ja. Einmal drin, alles hin. Nee, das ist real. Das ist nicht Edeka. Das sagt man beim Elefanten. Einmal drin, alles hin. Edeka ist eher. Dun. Schade. Ist, oder ist real? Real ist, hab ich doch gerade gesagt. Real einmal. Hab ich doch schon gesagt. Ach so. Lol. Hat der Sebi schon gesagt? Ich dachte, Sebi hat mir zugestimmt. Ich hab gesagt, real einmal drin, alles hin. Ach so. Was gibt's noch so? Keine Ahnung. Wie, wo, was, weiß. Ich sag, es gibt auch einen Haufen neue Werbungen, die man halt so nicht mitkriegt, weil man halt kein Fernsehen mehr guckt, ne? Ja. Größtenteils von irgendwelchen Online-Casinos, aber. Da gibt's dann zum Beispiel. Ausgenommen. In allen Ländern, außer Schleswig-Holstein, oder? Gilt nur für Leute in Schleswig-Holstein, so. Genau, sowas. Die Paula ist eine Kuh, die macht nicht einfach mal. Mann, ich habe immer so ein paar. Letztes Mal habe ich so ein paar Videos hintereinander angeschaut, vielleicht war aber langweilig, relativ wahrscheinlich. Werbeblocks von Super TL, die alten, ne? Boah. Alter, da waren alte. Da war Shit dabei. Wie. On Fire ist. Alles Müller oder was? Alles Müller oder was? Und der Conny, Reimann. Warum trinkst du gerade meine Müllermilch? Geilste Werbung ist aber immer noch hier. Vielleicht bin ich auch gar nicht deine Freundin, sondern Manuel Neuer. Das muss schon Cola, richtig oder? Anfangen. Das ist gar keine Cola. Das ist Cola Zero. Echter Geschmack, nur Zucker. Wenn du willst, kannst du alles haben. Vielleicht, wenn du willst, bin ich gar nicht deine Freundin, sondern Manuel Neuer. Was? Und wir sind gar nicht in einem Wohnzimmer, sondern im Stadion. Und wir feiern jetzt Sieg, aber nicht hier. Sondern hier. Und jetzt. Es ist irgendwie traurig, dass es kommt aus wie meinst du. Was gibt's noch für Werbungen? Ja, dann die. Ich meine, ich will jetzt hier keine Handygame-Werbungen ansprechen, weil. Spiele jetzt Legend of Legends mit über 10 Millionen Downloads. Das beste RPG, was es gibt. Ja, also. Nee. Kenn bessere. Ja. Also ich. Kann man die eigentlich anzeigen, weil die lügen offensichtlich? Oder durchgehend diese komischen, hier, das linke, beim linken Twix wird mit Karamelle, nämlich Joke überzogen. Beim rechten Twix übergossen. Ja, Reiter heißt jetzt Twix. Nein. Dann geht's hier weiter mit, beim linken Twix wird mit Schokolade ummantelt. Bei Karamelle ist das ein bisschen anders noch. Ach, Karamelle umgossen und übergossen und dann war ummantelt und noch irgendwas, stimmt. Es gibt noch so Werbungen, wenn wir mal überlegen. Was gibt's denn also? Was kommt denn immer bei Formel 1 bei RTL? Was kam denn da immer? Ja, Online-Casino. Da kam ja, immer also, das kommt doch nichts aus mehr. Krumbachner. Oder hier. Das Jane war so schön prickelt immer. Ich wollte es gerade sagen. das lieber Arald. Wenn es an was ändert, dann ist es eher. Bitte lieber schicke Alter. Mir noch eine lieber Flasche Alter, von die Biere, die so schön geprickelt hat in meine Bauchnabel. Ja, das fucking Bier gehört doch nicht in den Bauchnabel, sondern in den Mund. Ja, da spricht der Experte. Ja?
Stimmt, warte, früher war bei Formel 1 auch noch hier Flensburger Werbung. Flensburger. Ja, weil dann haben sie so einen Sound von einem Motorsportwagen eingespielt und dann die danach so gesagt, Mensch, der hat aber ein schnelles Auto. Wow. Ja, und dann haben sie erstmal ein Bier gezischt. Zisch. Ja, zu schnell, auf Ostersonntag. Was gibt's da noch für Werbungen? Ich Parship jetzt. Alle 11 Minuten verliebt sich ein Segel über Parship. Ja, wie traurig eigentlich. Nee, also da gibt's genug Werbung, die einfach triggert. Wenn so zwischen Super Bowl. Alle 10 Sekunden kommst du einem Crucial Catch. Also, ja, what the fuck? Nein, was? What the fuck? Was stimmt denn mit dir nicht? Alle 10 Sekunden kommt es zu einem Safety. So, was? Da wird jemand von dem anderen umgetackelt, hallo? Ja, absolut. Du bist beim perfekten. Ho, ho, 24, 25! Ho! Was gibt's noch so? So einprägsame Werbespots. Ich Parship jetzt. Das ist der Brutzler von Wiesenhof. Mann, ist das ne Wurst. Meister, warum heißen Deutschländer eigentlich Deutschländer? Weil deine Eltern Geschwister sind. Ja, eine Werbung ist dann gut, wenn die verarschen die Besten sind. Ja, ja. Oder... Oh, warte, wie ging's? Fuck, wie ging das? Was von wem denn? Hier, warte mal. Feierabend, wie das duftet. Heftig vor allem. Heftig. Heftig, würzig und. Ja, oder wie ist es? Frederico! Lalalala. In dem Zusammenhang kannst du gleich mal hier die Mutti-Werbung setzen. Francesco Mutti. Ich bin Francesco Mutti. Mutti. Letztes Jahr habe ich tatsächlich auch mal im Fernsehen Doom-Werbung gesehen. Was? Ja. Gibt's doch gar nicht. Doch, Baroller. Fokus und Mäde, die haben aber auch alles. Oder? Hallo, Hausgeist Mia hier. Was? Die Hausgeist Mia. Du bist vom Film Müllmachst, also, oder? Hallo, Hausgeist Mia hier. Kennst du es nicht? Nee. So, also ich kenne sie mit dem Hauskästen. Ich glaube, das ist Müllmax oder so. Irgendwas von Möbel. Etwas. Von Hagebaumarkt. Wie ging das? Praktika, 20% auf alles, außer Tiernahrung. Ja, eben, wieso nicht auf Tiernahrung? Weil da eben nicht. Du kriegst halt auf die Tiernahrung nicht die Mehrwertsteuer geschenkt. Ja, auf Tiere ficken halt die Leute, oder? Scheiß auf Tiere! Die bekommen keine Prozente bei uns! Scheiß auf Tiere, ja, Praktika sind... Ja, da klopft dann hier WWF an und die Peter und hier Greenpeace, ne? Peter auch. Aber was sagst du? Gibt's Praktika überhaupt noch? Nee, ich glaube, die sind pleite gegangen. Gibt's nicht mehr. Gibt's noch so viele Geschäfte?